Jetzt zeige ich den sogenannten Flieger in Bauchlage. Diese Übung dient unter anderem der Stärkung der Streckermuskulatur für Brust- und Lendenwirbelsäule, also dem Rücken, und auch der Rotationsmuskeln für die Schulter. Diese Übung wird in Bauchlage ausgeführt. Dann werden die Füße und auch die Knie vom Boden abgehoben und die Arme mit gestreckten Ellbogen und mit geöffneten Händen nach hinten geführt, über den Rücken, über den Po, kurze Berührung und wieder nach vorn. Die Blickrichtung ist nach vorn bzw. nach unten, und bei nach hinten führenden Arme kann man auch etwas mehr sich aufrichten. Die Übung kann auch folgendermaßen ausgeführt werden: geöffnete Handflächen und dann Hände zur Faust, Arme krumm. Wieder zur Faust ballen, nach vorn. Wem das zu leicht ist, der kann Wasserflaschen nehmen mit unterschiedlichen Füllgraden und die Übung ebenfalls so ausführen. Auch die Variante mit den krummen Armen. Es gibt ja auch Steine unterschiedlicher Größe als Zusatzgewicht. Man kann zum Beispiel 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause machen. Die Zeit ist aber nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass es jeweils anstrengend ist. Kommen wir jetzt nochmal zu einer abgewandelten Form des Fliegers, und zwar dem sogenannten Flieger gedreht oder Flieger verdreht. Diese Übung trainiert auch die rotatorisch wirkenden Muskeln in der Brust- und Lendenwirbelsäule. Dabei legt man sich auch wieder auf den Bauch, hebt die Füße und die Knie möglichst vom Boden ab. Die Arme werden jetzt hinter dem Kopf im Nacken verschränkt, die Hände greifen zusammen und dann geht man mit dem Oberkörper hoch, aber verdreht, mal nach links und nach rechts und setzt nicht am Boden ab. Solange wie es geht.